Hallo, herzlich willkommen zu meinem Reaction-Video zu Seth und Luna mit dem Titel Warum rufst du nicht an? Warum stehst du nachts auf und verlässt den Raum? Grundlos ist das nicht. Warum rufst du nicht an, wenn ich lange weg bin? Er rennt hier so ein wenig eine verlassene Straße entlang und das kommt einem so ein bisschen rüber, als wenn er jetzt sagt, gut, er denkt jetzt gerade darüber nach und dann dieser Satz, der dort vorkommt, warum rufst du nicht an, wenn ich dir fehle, dass der so ein bisschen in seinem Kopf rumgeistert. Ja, produziert wurde das Ganze wieder mal von Jack Center, den wir alle schon kennen aus diversen Sade-Videos. Schau mal, wir beide sind verletzt und bin ich bei dir, dann streiten wir erst recht. Ich kann gehen oder bleiben, das Problem sind wir beide. Gemeinsam waren wir traurig, doch wo stehen wir alleine? Wie kannst du aus meinem Leben gehen, wenn du noch an mir hängst? Denn das Feuer wird entfacht, weil jede Glut noch einmal brennt. Nur wir beide sind gescheitert an der Liebe. Und nein, ich will nicht reden, weil ich Angst hab, da noch weiter zu verlieren. Ich hab tagelang nur zugeschaut, wie ich an dir zerbrech. Hab gesagt, dass ich mal gehen werde, diesmal geh ich echt. Ich mein's ernst, Kleine, ich will dir nicht wehtun. Vielleicht sag ich dir das alles. Ja, das ist natürlich so auch so ein bisschen so ein Symbolbild. Wenn er jetzt sagt, diesmal geht er echt und man sieht dort diese Brücke im Hintergrund. So nach dem Stil, diesmal stürze ich mich runter. Weil ich hoffe, danach gehst du, dann muss ich dir nicht sagen, was ich fühle. Und ich hab dann die Antwort auf die Frage, was ich spüre, wenn ich losgelassen hab und deine Tränen nicht mehr seh. Denn eins kannst du mir glauben, jede Träne tat mir weh. Warum stehst du nachts auf und verlässt den Raum? Grundlos ist das nicht. Warum rufst du nicht an, wenn ich lange weg bin? Fühl ich nicht. Kein Tag, an dem du nicht in meinen Kopf rückst. Ich bin nicht wie du, weil du nicht gehst, wenn ich einen Knopf drück. Und die Liebe nicht verschwindet. Du sagst, ich kann nur zusehen, wie es bricht. Aber wie, wenn ich erblinde? Oder was, wenn ich nur zusehe und dafür dann die Narben trag? Es tut weh, doch glaub mir, ich ertrage das. Ich bin doch geübt und hab das Kämpfen nicht verlernt. Hab nur eine kleine Schwäche, denn ich denke mit meinem Herz. Vielleicht solltest du das auch tun. Oder wenigstens probieren. Du hast eh nichts zu verlieren. Ich hab Frieden abgelegt, als mein Herz in tausend Teile brach. Lieben abgelehnt, weil der Schmerz an meiner Seite war. Und du fragst mich, warum ich dich alleine lass, weil deine Liebe scheinbar einfach nicht zu meiner passt. Warum soll ich dir schreiben, wenn es aus ist? Ich hab das Gefühl, du brauchst mich. Ja, er sagt, er denkt mit seinem Herz. Die Frage ist natürlich, ist das soweit immer so gut? Das ist jetzt so eine ganze Geschichte. Also, vielleicht sollte man auch einfach weniger mit seinem Herz denken und mehr rational. Das würde vielleicht vieles vereinfachen. Und es würde zumindest auch zu weniger Chaos führen. Ja, wir hören jetzt schon im Hintergrund diesen Herzschlag, den er dort eingeblendet hat, um das nochmal zu verdeutlichen. Und er ist sich halt nicht schlüssig. Geht er jetzt? Bleibt er jetzt? Was passiert da jetzt? Warum stehst du nachts auf und verlässt den Raum? Grundlos ist das nicht. Ja, das Interessante ist ja jetzt auch noch,
die Luna bzw. die weibliche Person in diesem Gedankenspiel wird ja optisch gar nicht dargestellt, sondern nur als Stimme aus dem Off. So eine Art Schrödingers Katze. Ist die Sache jetzt tot oder ist sie lebendig? Man weiß es nicht. Man weiß es erst, wenn man reinguckt in diese Kiste. Also in dem Fall die Kiste mit seinem Gehirn drin. Ja, da bin ich ja sein Kopf. Ja, wir erfahren jetzt nun am Ende des Videos nicht, wie er sich jetzt nun entschieden hat. Und es wird ja immer wieder wiederholt, warum rufst du nicht an, wenn es dir schlecht geht? Und ja, warum stehst du nachts auf und verschwindest? Und naja, ja, vielleicht wäre dieses ganze Video auch noch ein bisschen besser gekommen, wenn das jetzt so mehr in der Nacht gespielt hätte. Dann hätte man dieses Motiv mit, warum stehst du nachts auf und verschwindest, noch ein bisschen mehr rüberbringen können, eventuell. Ja. Was sagt ihr zu dem Titel? Der ist ja nun gerade ganz frisch heute released worden. Seid ihr damit zufrieden oder habt ihr da noch irgendwelche Vorschläge? Na dann, bis zum nächsten Mal.